hey, hey und hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet. Schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt. Hand am Brett, Feed, ja, nicht Cat. Cat lässt schöne Grüße ausrichten. Die ist leider gerade krank. Gott sei Dank jetzt nicht ganz so schlimm, aber die hat einen nervigen Husten und das ist nicht unbedingt kompatibel mit so einem Video, weil man die ganze Zeit hustet. Ja, gefühlt, es geht gerade überall rum. Also, ich weiß nicht, in der Firma kriege ich das ganz viel mit, im Freundesbekanntenkreis sind gerade so viele Leute krank. Wahrscheinlich sitzen auch ja einige von euch gerade krank daheim. In diesem Sinne, gute Besserung an euch alle. Ja, es ist halt jetzt Mitte November, es ist kalt, es ist frisch. Die Viren gehen wieder fröhlich rum. So, naja, gut. Wir haben trotzdem ein bisschen was gespielt. Wir waren ja letzte Woche quasi, oder jetzt fast schon vorletzte Woche, waren wir im Disneyland Paris in den ja, Herbstferien. Kann man sagen, die sind ja in Bayern ein bisschen später, zum Beispiel in NRW. War sehr, sehr cool. Wobei ich ja tatsächlich sagen muss, es ist schon ein Unterschied, wenn man Disney in den USA erlebt und Disney in ja, Frankreich erlebt. Das war schon ein ziemlich großer Unterschied, was so den ganzen Service-Gedanken und sowas angeht. Also die Magie ist definitiv in den USA stärker, kann man sagen, aus unserem Feedback. Trotzdem, wir waren halt in dem New York Marvel Hotel und das war schon ziemlich, ziemlich cool von der Atmosphäre. Alles halt im New York-Stil mit Marvel, wo man hinguckt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Hatte noch ein paar coole Fotospots, wo man ein bisschen, ja, Mist machen konnte. Das ist auch immer sehr, sehr cool, muss man sagen. Hat auch eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ja, als aber auch, es gibt auch diese Manhattan Skybar, wo man so diese Videofenster hat, die einem dann simulieren, dass man halt quasi auf das New York, auf das Marvel New York guckt, sieht den Avengers Tower und ab und an schwingt mal Spidey vorbei oder Iron Man fliegt vorbei und solche Chosen. Das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Also, coole Atmosphäre, hat schon Spaß gemacht. Gerade wenn man wirklich Marvel-Fan ist. Wenn man mit Marvel nichts anfangen kann, ja, dann wird einen das jetzt auch nicht so wegflashen. Aber wenn man Marvel mag, ist das schon ein Erlebnis, das schon sehr, sehr cool war. So, aber es geht ja darum, dass wir Spiele trotz allem gespielt haben und da habe ich heute mal 6 im Gepäck, die ich euch kurz und knapp zeige und dann mal ein paar Worte zu sagen, wie die so bei uns ankamen. Und da fange ich mal an mit einem, da habe ich auch ein eigenes Preview-Video zu gemacht, wollte trotzdem mal kurz hier drüber reden. Das ist Kelp. Kelp läuft gerade auf Kickstarter. Es ist ein asymmetrisches Zweierspiel. Hidden Movement trifft auf Backbuilding, trifft auf Deckbuilding. Wie gesagt, der Kickstarter läuft schon sehr, sehr erfolgreich. Spiel rein für 2 Personen. Eine Seite spielt den Hai, eine den Oktopus und der Hai muss versuchen, den Oktopus zu fressen. So, und wir haben ein Spielbrett und das ist eigentlich sehr cool. Der Okto, oder fangen wir mal hier mit an, der Hai, das ist ja noch ein Prototyp, ist jetzt ein Lego-Hai, wird nachher eine Mini sein. Der Hai hat hier seine verschiedensten Würfel in verschiedenen Farben. Und der Oktopus, der baut sich sein Deck und baut dann auf dem Spielfeld hier diese coolen, ich mag das Material, diese Steine, auf die seine Ressourcen sind. Und bei einem Stein ist auch der Oktopus drauf, den der Hai finden und dann auch erfolgreich fressen muss. Man kann die Steine immer wieder aufstellen, man kann sie austauschen, man kann die switchen, man kann verwirren. Der Hai wird wiederum stärker durch diverse andere Fähigkeiten. Und das Ganze ist ein sehr, sehr spannendes Hin und Her. Gerade dieser Mix, der Oktopus, der betreibt Deckbuilding, kann sich halt neue oder bessere Karten kaufen, kann sein Deck ein bisschen leer spielen, während der Hai eben Backbuilding mit den Würfeln betreibt. Gibt 3 Arten von Würfeln. Die blauen, die gibt es am häufigsten. Damit kann er schneller schwimmen, wenn er sie clever platziert. Es gibt die gelben, womit er suchen kann. Und es gibt die roten, womit er dann angreifen kann. Das Schöne ist bei dem Spiel, wenn der Hai den Oktopus gefunden hatte, dann ist es auch nicht sofort vorbei. Also nicht dieses Scotland Yard Phänomen, sondern dann hat man halt 3 Konfrontationskarten. Jeder hat 3. Der Oktopus legt eine, die hat dann auch einen starken Effekt für den Oktopus und der Hai muss so ein bisschen erahnen, okay, worauf geht er jetzt? Und nur wenn er die Matching-Karte legt, dann hat er ihn auch gefangen. Wenn das nicht passiert, kommen diese beiden Karten raus und es gibt dann nur noch 2 Karten. Das heißt, es gibt dann nur noch eine 50-50 Chance. Sprich, spätestens beim dritten Mal, wenn er ihn angreift und das funktioniert, dann hat er ihn auch. Aber bis dahin hat der Oktopus wiederum diverse Fähigkeiten, um wegzukommen. Der Hai wiederum hat verloren, wenn er halt 7 Hungerwürfel hat oder halt der Oktopus 4 seiner Ziele gefressen hat, die er haben möchte.
Und das ist ein richtig gutes Zweispielerspiel. Es hat uns total überrascht, wie gut das ist, wie spannend das ist. Die Asymmetrie sorgt dafür, dass es sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich spielt, taktisch. Aber muss man genau gucken, wie man vorgeht. Beide Seiten spielen sich aber ganz anders. Man hat trotzdem immer viele Möglichkeiten und es ist so eine High Tension am Tisch. Das ist super. Wirklich ein richtig gutes Zweispielerspiel. Die normale Version kostet, glaube ich, um die 45 Euro. Das ist vollkommen fair, gerade diese azulartigen Steine, die da drin sind, viele Würfel. Richtig tolles Spiel, schaut mal beim Kickstarter vorbei, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Absolute Empfehlung. Kelp. I need somebody. Kelp. Is there anybody? Und zwar das Sky Team, ein weiteres Spiel für zwei. Wir haben einiges für zwei dabei, kommt gleich noch eins. So, und Sky Team, eins der diesjährigen Messe-Essen-Highlights, war recht schnell ausverkauft, hatte auch immer noch ein Tageskontingent, aber es kommt jetzt auch in Q1 auf Deutsch bei Cosmos. Und das ist auch ein kooperatives Zweispielerspiel, beziehungsweise was heißt auch, Kelp ist kein kooperatives, das ist ein konfrontatives, das hier ist ein kooperatives Zweispielerspiel. Und wie der Name schon sagt, Sky Team, prepare for landing. Und ja, wir müssen gemeinsam ein Flugzeug landen durch geschicktes Dice Placement. Wir haben hier verschiedene Sachen, was ich unfassbar cool finde. Das ist hier, was immer so ein bisschen zeigt, in welcher Neigung das Flugzeug steht. Weil wenn das zu sehr sich neigt, dann stürzen wir auch ab. Und wir dürfen am Anfang der Runde dürfen wir grob darüber sprechen, was wir grob planen. Dann würfeln wir aber hinter unseren Schirmen unsere Würfel, sodass unser Mitspieler nicht sieht, was wir gewürfelt haben, obwohl wir kooperativ spielen. Und dann dürfen wir, während wir die Würfel einsetzen, dürfen wir nicht darüber sprechen, was wir wo einsetzen. Da müssen wir schweigen. Und dann haben wir halt hier, haben wir halt immer reingeschoben. Na, Moment, ja, wobei, das ist ein bisschen blöd. Hier, wie wir uns dem Flughafen nähern, dann haben wir hier halt auch immer Gegenverkehr in der Luft. Da werden dann halt, je nachdem, was am Anfang draufsteht, werden Flugzeuge draufgelegt, die wir halt auch durch Funken aus dem Weg bringen müssen, weil sonst kollidieren wir mit denen in der Luft. Wir haben hier, das wird da hier reingeschoben, auf welcher Höhe wir sind, wie wir landen. Und wir müssen das alles im Gleichgewicht halten, ohne dass wir reden. Wir müssen dann grob gucken, was, wie, wo der andere macht, dürfen halt, und gerade jetzt hier bei der Neigung und bei der Geschwindigkeit müssen wir immer Würfel setzen. Das heißt, wenn mein Mitspieler irgendwie schon sowas setzt, dass wir so sind, sollte ich nichts setzen, was uns halt noch weiter uns kollabieren lässt oder also uns im Kreis drehen lässt. Naja, wisst, was ich meine. Selbe bei der Geschwindigkeit. Wir sollten nicht die Geschwindigkeit so setzen, dass wir nachher zu weit nach vorne fliegen und mit Flugzeugen kollabieren. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Wir müssen aber auch, bis wir landen, müssen wir halt die Flugklappen ausfahren und die Reifen müssen wir bis dahin ausfahren. Viele Kleinigkeiten und das alles, ohne dass wir reden dürfen. Immer noch am Anfang einer Runde. Was sehr, sehr cool ist, ist, wir haben ja das Flight Lock dabei und Flight Lock sind die Regeln, genau, Landing Procedure, oder? Nein, so, das sind die Regeln. So, hier, Captain Bratwurst wieder am Start. Und hier seht ihr, hier gibt es noch verschiedenste Flughäfen, die dabei sind. Grün ist so der Anfängermodus, gelb so, ja, mittelschwer, aber das ist schon ordentlich fordernd. Und rot natürlich dann für die ganz Harten unter uns. Und wir haben bisher nur zweimal das Einstiegsszenario gespielt, haben es beide Male auch gewonnen, aber eng. Das war nicht einfach. Also das ist schon ordentlich herausfordernd, wo man sich denkt, puh, holy, also so richtig trauen wir uns an die weiteren Szenarien noch nicht dran, werden es aber bald mal starten. Aber das ist cool. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Das ist so ein bisschen ungewohnt, so, da darfst du nicht sprechen. So ein paar Zeichen sendet man sich dann schon nonverbal, wenn jemand da einen Würfel hinsetzen will. Ich habe nicht gesprochen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Nein, das ist. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich cool. Letztendlich, dadurch, dass es ein reines Zweispieler-Spieler ist, spielt, wie es für euch am besten ist. Und wenn ihr auch der Meinung seid, ein bisschen reden ist schon okay, dann macht das auch letztendlich. Zählt ja, dass man gemeinsam am Tisch den Spaß hat. Das ist eine ordentliche Herausforderung. Und das ist echt sehr, sehr cool. Kam bei uns wirklich gut an. Und ja, wie gesagt, in Q1 dann auch bei Cosmos auf Deutsch. So, dann haben wir noch was für zwei Spieler gespielt. Ein Karton. So, was ist da wohl drin? Da haben wir uns mal was organisiert, wo witzigerweise, interessanterweise gar nicht viel drüber gesprochen wird. Und zwar Star Wars Funko Rivals. Es ist ein
Zwei-Spieler-Miniaturenspiel ist fast zu weit gegriffen. Es hat Miniaturen, aber die sind eigentlich auch eher nur so zu Zierde da. Es hat ein bisschen Glücksfaktor, denn es gibt das Starter-Paket, da sind vier Startcharaktere drin und dann kann man sich so kleine Booster-Packages holen. Da weiß man halt, die gibt es von der Light Side, eine Dark Side und da sind dann zufällige Charaktere drin. Jede Seite hat, lasst mich mal schauen, 2, 4, 6, 8, 9 und dann gibt es auch noch so Holos, die man haben kann. Die haben immer so Special-Fähigkeiten, sieht man hier hinten und ja, das ist dann halt ein bisschen random, hat ein bisschen Trading-Card-Faktor, gar keine Frage. Und was machen wir dann bei diesem Spiel? Ja, so einiges kann ich euch sagen. Ich zeige euch mal, wie die Figuren aussehen. Da sind dann nämlich sehr coole Funko-Figuren bei. Seht ihr hier oder der gute Chewbacca oder General Grievous. So, oder der guteste Darth Vader. Und ja, wie gesagt, also ihr wisst, ich neige bei sowas leicht zu eskalieren. Wobei man sagen muss, die sind preislich recht fair. Die kleinen Packs liegen, glaube ich, bei 5 Euro oder sowas. Und da hat man dann Figuren und Karten drin. So, und was wir letztendlich tun, das ist, dass wir am Anfang des Spiels werden 12 Orte rausgezogen, random. Das kann man fröhlich miteinander mischen, gibt nachher auch eine Draft-Möglichkeit. Das hier sind diese Orte und davon werden dann immer 3 Stück ausgelegt. Oder waren es 4? Weiß gar nicht mehr. 3. Nein, 3 müsste es gewesen sein. 3, ja. So, das heißt, bei 12 Karten spielen wir dann 4 Runden. Die werden dann im Endeffekt so ausgelegt, dass die nebeneinander liegen. Einige Orte haben noch Sonderfähigkeiten und dann sind wir im Endeffekt, wir wählen uns dann ein Deck aus, gut gegen böse, oder böse, böse gegen böse geht wahrscheinlich auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. So, wählen uns 3 Charaktere. Diese Charaktere kommen auch nochmal mit 3 Karten, die dann in den Deck reinkommen, sodass wir dann letztendlich auch eine Kartenhand haben, die wir dann mischen, die diesen 3 Charakteren zugeordnet sind. Und dann ist es so, dass wir diese 3 Charaktere, die wir haben, gegeneinander... Hier ist so ein guter Krieger, haben wir einen Chewie, dass wir dann halt anfangen, die an Orte zu platzieren. Wo wir der Meinung sind, okay, diese Orte, die sind wahrscheinlich stark und die bringen uns diese Punkte. Weil die Orte, wer die gewinnt, nimmt die zu sich und hat dann diese Punkte. Wie gesagt, Orte haben auch immer noch Sonderfähigkeiten. Und ich finde jetzt wieder Dinge nicht. Lerne Ordnung, liebe sie, sagte Mutter immer. Grüße gehen raus an meine Mutter. So, Momento. Uno Momento, por favor. So, guck mal, Würfel kommen auch. Hier haben wir nochmal Orte. Orte, Orte, Orte. Ah, so hier. Und hier haben wir dann diese Charaktere. Diese Charaktere bringen A, ihr eigenes Deck mit. Wie gesagt, hier sind gute, hier sind die bösen. Und die bringen ihre Startstärke schon mit. So, hier das Hologramm von Palpatine hat 5. Ich glaube, der normale Palpatine hat 6. Dafür darf das Hologramm eine Handkarte mehr haben. Vader hat auch schon mal eine Grundstärke von 6. Das legt man sich hier dann auch bei sich selber so hin, dass man auch sieht, welche Charaktere mit welchen Stärken im Spiel sind. Hier zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe hier den Grievous und ich habe hier den Boba Fett. Der hat eine Stärke von 4, der hat eine Stärke von 3. Dann haben wir hier die Orte liegen. Und dann ist es so, dass wir anfangen, je nachdem, es geht immer hin und her, wer anfangen darf. Zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, das Imperium fängt an. Sag ich, okay, Boba Fett, ich lasse jetzt mal hier die Fähigkeiten aus und fort. Die verändern auch nochmal Stärken und alles. Boba Fett stelle ich jetzt hier hin. Ich möchte den Ort haben, der 3 Punkte nur bringt. Macht wahrscheinlich wenig Sinn, aber egal. So, dann sagt mein Gegenspieler, sagt, aha, dann stelle ich Chewie, der eine Zweierstärke hat, stelle ich hier hin. Und das machen wir dann, bis halt jede Seite halt ihre drei Figuren da stehen hat. So. Sagen wir nochmal, warum habe ich jetzt hier nur die bösen Figuren? Mensch, Mensch, Mensch. Na gut, wir stellen uns das vor. So, und dann ist aber der Clou dabei, dann werden die Stärken verglichen. Dann darf man noch seine Sonderkarten spielen, die jeder Charakter hat. Die machen nochmal durchaus kleine gemeine Dinge, wie dass man Charaktere hin und her schieben darf, dass ein Charakter halt für jeden anderen Charakter, der da steht, +1 hat oder Sachen verliert. Also das modifiziert das Ganze nochmal ordentlich, das Deck. Und dann wird es nochmal richtig interessant, denn jetzt kann man sagen, gut, dann werten wir alles. Nee, dann wird ein Würfel geworfen, der sagt, welche Orte überhaupt nur gewertet werden. So,
In dem Fall, ach guck mal hier, in dem Fall, wenn wir das haben, dann haben wir das Wunderbare, dass alle drei, nee warte, dass nur der höchste Ort gewertet wird. So, das war das. In dem Fall haben wir Gott sei Dank zwei Orte, aber wäre es jetzt, oder zwei stärkste Orte, wäre es jetzt aber so, dass wir hier 6-3-3 hätten oder von mir aus auch hier der Ort, der gibt 5 Siegpunkte, dass wir hier 6-5-3 hätten, dann würde nur dieser Ort jetzt gewertet werden. Die beiden, da hätten wir unsere Kräfte dann umsonst hingesetzt. Und nachdem man weiß, welcher Ort gewertet wird, dann, Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt, dann spielt man nochmal eine seiner Karten aus und die können durchaus Dinge modifizieren. Dass ich zum Beispiel weiß, aha, hier, die Orte werden nicht gewertet, ich habe vielleicht die Möglichkeit, dass Boba Fett, der hat eine Karte, dass ich mit meinem Jetpack noch zu einem anderen Ort fliegen darf. Dadurch modifiziere ich das Ganze nochmal. Und das ist relativ clever und ganz interessant, denn ich platziere mich, überlege zwar schon, wo ich letztendlich halt ordentlich punkten kann, aber wenn da nur ein Ort kommt oder es gibt hier Ort 1 und 2, 1, 2, 3, dann werden alle drei Orte nur 2 und 3, 1 und 3. Also das ist schon echt nicht ohne. Und dann vergleichen wir einfach die Stärken an den Orten. So in dem Fall hier, Boba Fett hätte 3er Stärke, Grievous hätte 4er Stärke, das heißt 7er Stärke, der hat glaube ich eine 4er Stärke. Wenn nichts modifiziert worden ist, hätte ich gewonnen. Ich nehme die Karte und die wäre dann 6 Punkte wert am Ende. So, mal ganz grob hin und her erklärt. So. Und wie hat uns das Ganze gefallen? Erstaunlich gut. Das war total witzig. Also wenn ihr Star Wars mögt, diese Funko-Figuren. Und das hatte wirklich einen witzigen Twist, sich zu überlegen, okay, welche Helden oder Schurken nehme ich in mein Deck mit rein? Von den Stärken gibt auch die, die haben, da denkt man sich, naja gut, die haben aber jetzt weniger Stärke, der hat nur eine 2er Stärke, warum soll ich den reinnehmen? Weil er mitunter vielleicht sehr, sehr coole Handkarten hat für seinen Charakter, die sehr coole Sachen machen, also das kann auch entscheidend sein, als aber auch dann sich immer so taktisch zu platzieren, zu sagen, okay, ich will jetzt den Ort haben, ich will jetzt den Ort haben und dann wird er plötzlich gar nicht gewertet und man denkt sich, ach scheiße, da habe ich jetzt meine starken Charaktere hingestellt, wenn ich dann nicht gerade jetzt eine Karte auf der Hand habe, weil ich habe natürlich auch nicht alle meine Karten immer auf der Hand, sondern jeder Held hat 3, heißt, ich habe 9 Karten und ich darf aber immer nur 3 auf der Hand haben. Ziehe am Ende der Runde immer auf 3 nach, aber das ist, ja, ihr wisst es ja, man hat auch nicht immer unbedingt gerade das auf der Hand, was man braucht. Gar nicht ohne. Und ich muss sagen, als Zweispielerspiel, als kleines Zweispielerspiel für die Schnelle mit Star Wars Flair, was gar nicht mal so untaktisch ist, macht das richtig Spaß. Es gibt es auch schon auf Deutsch tatsächlich. Schaut mal bei Funko vorbei, die haben es gerade. Sonst habe ich, glaube ich, noch bei keinem Shop gesehen. Ich glaube, Spieletaxi hatte mal die deutschen Starter. Ich habe es immer bei Funko bestellt, samt, ich glaube, 5 kleine Booster von jeder Fraktion, was dann auch ganz cool war. Und als Zweierspiel, was optisch cool ist mit den Minis und trotzdem so seine kleinen Feinheiten hat, absolute Empfehlung für Star Wars Rebels. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, machen wir mal weiter mit Robot Quest Arena. Ist eine Art Star Realms, Hero Realms, nur mit Figuren, so wurde es gepitcht. War auch ein Kickstarter. Wir haben hier diese Robo-Arena, da haben wir diese coolen pre-painted Roboter, die hier durchfetzen. Wir müssen uns damit auf die Mütze geben. Wir betreiben Deckbuilding, wir kaufen uns neue Karten. Es erinnert auch ein bisschen an Vikings Go Wild, wie die ausliegen. Versuchen unser Deck stärker zu machen, kriegen neue Movement-Karten, kriegen neue Attacke-Karten. Immer wenn wir einen anderen Roboter Schaden machen, dann nehmen wir diese Schadensmarker runter und die kommen bei uns quasi in die Siegpunkte rein und das Ganze spielen wir halt, bis jemand komplett ausgeschaltet ist, der erste Takedown ist und dann ist das Ganze vorbei. So, und das war es im Endeffekt auch schon und das ist so semi-geil. Ich mag solche Spiele. Ich mag solche Spiele und finde die wirklich, wirklich witzig. Ich mag Deckbuilding, ich mag gib mir auf die Mütze Spiele. Das Problem, was ich mit Robot Quest Arena habe, ist, dass du erstmal die ersten Runden, die ersten 5-6 Runden Leerlauf hast, weil du erstmal dein Deck aufbauen musst. Und dann hüpfst du zwar mit deinen Robotern so ein bisschen übers Feld, machst vielleicht mal irgendwo einen Schaden, aber das zieht sich. Also das Early Game, das frühe Spiel, ist sehr, sehr langweilig. So, und dann hat es natürlich dieses Prinzip, wir alle gehen immer auf den Stärksten und das shiftet zwar unheimlich schnell hin und her, wirkt aber in vielerlei Dingen sehr, sehr random und chaotisch. Und
Das kann okay sein, aber ich finde, dafür geht es fast dann wieder ein bisschen lange. 30 bis 60 Minuten. Wir haben zu viert, haben wir, glaube ich, knapp über 60 Minuten gespielt. War auch die Erstpartie mit Regelerklärung. Aber es kam nicht so diese Spannung auf, sodass ich sage, wow, das war jetzt aber cool. Und das war, wow. Das war okay. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so richtig schlecht war. Aber es fühlt sich halt an wie ja, ein Space Realms oder Hero Realms, wo er noch so ein Spielbrett mit Robotern draufgeklatscht worden ist. Und da denke ich mir, das brauch's eigentlich nicht. Dann spiele ich ja lieber ein Space Realms oder ein Hero Realms weiter. Das wirkt so ein bisschen noch draufgedröselt. Klar, es hat für die Tischpräsenz hat's natürlich noch einen coolen Effekt. Auch die pre-painted Roboter, die sehen alle schon cool aus. Gibt auch verrückte Waffen und irgendwelche Sprungsachen. Also es gibt schon jede Menge Karten, das ist gar kein Thema. Aber spielerisch war es halt so nur okay. Und ich denke mir, naja, gut, gemessen an dem Aufwand, den ich da betreibe, auch mit dem Spielbrett und den Robotern, spiele ich trotzdem dann eigentlich lieber mein Space Realms, Hero Realms weiter, weil das irgendwie für mich trotzdem für mehr Spannung sorgt. Denn ich fand halt jetzt dieses, ja, ich gucke jetzt, was habe ich für eine Line of Sight, passt die Line of Sight, wie bewege ich mich dahin? Ist es unnötig aufwendig, ohne dass es jetzt kompliziert ist, aber im Vergleich zu einem klassischen Deckbilder, wo es ganz klar seine Inspiration her hat, da merkt man halt, dass Wizard sich gedacht hat, komm, da legen wir doch nochmal ein cooles Spielbrett und witzige Roboter drauf, die sich gegenseitig prügeln. Aber nee, hat mich nicht überzeugt, wird auch wieder rausfliegen, weil ja, dafür ist es dann für uns nicht, dass wir sagen, das spielen wir jetzt noch so häufig, als dass uns das dann so viel Spaß macht im Vergleich zum Deckbilder wie Hero Realms beispielsweise, den ich nach wie vor wirklich fantastisch finde. So, wir machen mal weiter, was wirklich fantastisch ist. Und das ist Kutna Hora, auch eins der Hype-Spiele auf der Spiel. Wir bauen die Stadt Kutna Hora im 14. Jahrhundert auf. Eine Stadt, die vor allen Dingen durch die Silberproduktion bekannt worden ist. Ich finde, es hat eine sehr, sehr, sehr coole Grafik. Mag das Design total gerne. Das Ganze findet auf mehreren Ebenen statt. Wir bauen die Stadt auf, wir bauen in der Mine, wir bauen dann aber auch die Gilden hier noch auf, beziehungsweise holen uns hier noch aus dem Bereich, holen wir uns dann noch Dinge, die wir dann aufbauen. Was sehr, sehr cool ist, das ist dieses Board hier, oder es sind verschiedene Boards, da kommen halt immer Karten rein und die stehen für die Ressourcen, das heißt, die es steht ja auch dynamische Wirtschaft, die verändert sich immer, das schiebt man dann dadurch, wie teuer was wird. Das kann relevant sein, wenn man Dinge verkauft, aber auch wenn man Dinge kaufen will. Sehr cooles Material, all over, muss man einfach sagen. Hier seht ihr nochmal diese Wirtschaftsboards, hier kommen dann immer die Karten rein und das Ganze verändert sich dann. Unfassbar cool, ich mag das, wenn man so eine dynamische Wirtschaft hat. Das Material ist alles aus recyceltem, weiß gar nicht, ob es Plastik war oder was es war, auf jeden Fall alles recycelt. Wir haben halt unsere Double Layer Boards für unsere Ressourcen, wo wir diverse andere Dinge freischalten können und. Wie gesagt, wir bauen auf verschiedensten Ebenen an der Stadt. Das sorgt wiederum dafür, dass wir verschiedenste Strategien haben, das Spiel zu spielen. Versuche ich jetzt eher, mir die Mine zu erschließen, versuche ich halt eher in der Stadt mitzuarbeiten und da auf Punkte zu gehen. Das ist schon ganz schön viel. Also bei der Erstpartie, man ist in den eigentlichen Regeln sehr schnell drin, aber man hat sehr viele Möglichkeiten. Und was ein unfassbar cooles System ist, das ist halt, wie wir unsere Aktion triggern. Und das läuft halt darüber ab, dass jeder von uns 6 Karten auf der Hand hat, die aber double-sided sind. So, und das heißt, spiele ich die aus und nutze den oberen Effekt, ist halt der untere Effekt weg. Ich habe prinzipiell bis auf eine Sache, es gibt eine Sache, die gibt es nur einmal, ich glaube, das war die Stadt oder was das war, Gebäudebergwerk, auf jeden Fall eine Sache gibt es nur einmal, genau, die Heilige Barbara, die Kirchenaktion. So, und spiele ich ein bisschen unsicher und spiele dann meine oberste Karte aus und stelle dann plötzlich fest, weil ich mir denke, ach ja, komm, weißt du was, ich spiele jetzt hier einmal die Baurechteaktion, um mir halt ein Grundstück zu holen und ich spiele mir doch, ja, weil es macht auch Sinn, Gebäude, beziehungsweise, ja, Baurechte, beziehungsweise spiele dann hier diese Gebäudeaktion, ja, passt ja, und stelle dann aber fest, ach scheiße, meine Einkommenaktion ist weg. Also da muss man schon wirklich aufpassen und sich überlegen, welche Karten spiele ich wie, ohne dass ich mir meine Hand dann plötzlich zu sehr leer mache, dass halt die unteren Aktionen da schon liegen, die ich eigentlich noch für die oberen Aktionen gebraucht hätte. Dann denke ich, scheiße. Und glaubt mir, es wird mindestens 2 Runden im Spiel geben, wo das Ganze nicht aufgeht und ihr euch denkt, scheiße, Alter, will ich das doch noch machen, aber die ist schon weg, verdammt nochmal. Und dann viele Möglichkeiten. Ich finde es großartig. Ist für mich, ich weiß, jetzt kommt es wieder, aber es ist für mich eins meiner Jahreshighlights.
jetzt kommt wieder. Sven, du sagst in jedem Video, dass das eins deiner Jahreshighlights ist. Ja, es wird am Ende des Jahres wahrscheinlich auch eine Top 20 geben mit meinen Top 20 Hits des Jahres 2024. Das heißt, natürlich gibt es halt auch im Hand am Brett immer Jahreshighlights. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nicht immer, aber das gehört definitiv dazu. Ich finde es großartig. Geile Optik, cooler Grad an Interaktion, weil man dem anderen in dem Sinne zwar nichts kaputt macht, aber man schon sehr viel gucken muss, wer sich wie wo hinbaut. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig hier. Und da kann man schon unbewusst nicht durch eine aktive Aktion, die man dem anderen zerstört, aber dadurch, dass man selber sich was baut, was der andere vielleicht auch gebraucht hätte, wo er hin wollte, hat man da schon einen ordentlichen Grad an Interaktion. Also ich feiere Kutnerhauer total ab. Ich mag das dynamische Wirtschaftssystem. Auch das kann durchaus dafür sorgen, dass man dem anderen was kaputt macht. Weil man halt irgendwo was verkauft oder was platziert und plötzlich geht halt der Wert von Fleisch hoch und ich denke mir, scheiße, ich habe jetzt genau meine Münzen darauf getimt, dass ich 12 Münzen habe, um das zu machen. Jetzt kostet das Fleisch aber mehr und jetzt kostet mich plötzlich irgendwie 16 Münzen und ich denke mir, scheiße, ich kann mir das nicht mehr leisten. Dankeschön, dass du das Fleisch teurer gemacht hast. Fantastisch. Ich finde es großartig. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Gibt es ja auch schon auf Deutsch beim Heidelberg. Absolute Empfehlung. Und dann, last but not least, kommen wir zu Apiary. Die Space Bienen von Stonemaier Games ist jetzt erschienen von Conny Vogelmann. Ist ihr Erstlingswerk, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es ist ein Worker Placement, ein Bee Placement quasi, Worker Bee Placement und mit dem ein oder anderen Kniff, denn wir haben eben entsprechend unsere Space Bean und diese Space Bean im Weltraum, die wollen erstmal den Weltraum erforschen. Wir wollen aber, dass sich unsere Space Bean, unsere Worker so weit entwickeln, dass sie hibernaten und dann in den Hive gehen und dadurch kriegen sie nochmal bessere Siegpunkte und wenn dieser Hive gefüllt ist, dann wird auch das Endgame getriggert. Und das hat sehr cooles Material, was ich euch mal hier zeige und was nämlich auch ganz, ganz wichtig dafür ist, wie das Spiel funktioniert und wie es endet. So, wir haben nämlich einmal, hat jeder hier so sein eigenes Tableau, die auch alle verschieden sind. Unser Mothership quasi, das wir auch ausbauen können mit Plättchen, die uns so ein bisschen Engine-Building-Effekte geben, wie wir Sachen besser und effektiver nutzen können. Wir haben hier so eine Mothership-Bee, die durch den Weltraum fliegt. So, und hier die Ressource. Und hier zeige ich euch mal genau, das habe ich gesucht, haben wir dann die Bienen, die wir haben. Und die haben verschiedenste Werte. So, und das zeigt, wie stark die Aktionen sind, die wir machen, wenn wir sie platzieren. Klassische Worker Placement Manier. So, das geht bis 4. Gerade die 4er, das ist das Höchste, können sehr, sehr starke Aktionen triggern, die man nur mit der 4er machen kann. So, das ist ganz wichtig. Aber die 4er brauchen wir auch zum Hypernaten, denn wenn sich eine Biene nochmal weiterentwickelt, was durch diverse Aktionen geht, wenn man zum Beispiel das Board wieder aufräumt, also seine ganzen Worker zurückholt, dann entwickeln die sich um einen weiter. Und sobald die sich von 4 weiterentwickeln, drehen die sich nicht wieder auf die 1, sondern sie, ja, hypernaten dann und verwandeln sich quasi, dass wir sie unten hinsetzen zum Scoren und dann ist aber der Worker raus. Den muss ich mir dann erst wieder zurückholen. Also die ist quasi tot. Ich muss wieder eine neue Einserbiene holen, die sich dadurch entwickelt. Und dadurch hat man immer so ein Hin und Her, dass man sich überlegt, okay, diese 4er-Aktionen, die sind stark, die brauche ich unbedingt, aber wie oft kann ich die letztendlich effektiv mit genau dem Worker nutzen? Denn wenn der hypernated, dann ist das zwar cool, weil ich damit auch score und das ist auch relevant, weil da gibt es auch ordentlich Punkte, aber natürlich habe ich dann auch einen Worker weniger. Blöd. So, wie kriege ich das jetzt hin, den so effektiv einzusetzen, dass ich letztendlich den vielleicht sogar mehr als einmal einsetzen kann? Was ich auch sehr cool finde, dass Worker nicht Plätze blockieren. Gehe ich halt mit einem anderen hin, gibt manche Orte, die haben halt 2 Orte, dann wird er einfach nach unten geschoben und wenn er dann nochmal rausfliegt, dann kommt er zu mir zurück, geht aber eben von der Entwicklung her ein hoch. Das heißt, wenn ich halt einen 4er zurückbekommen würde, bekomme ich den nicht zurück, sondern der Hypernated geht halt in die Hive rein, so, und ich stehe halt ohne einen Worker weniger da. Umgekehrt habe ich dadurch aber oft die Situation zu sagen, okay, da ist jetzt ein Spieler, der hat da irgendwie einen 3er Worker, wenn ich da jetzt zu einem Spot hingehe, zu dem ich vielleicht gerne hingehen würde, sorge ich dafür, dass ich aus seinem 3er ein 4er wird, er kann automatisch damit stärkere Aktionen machen, will ich das meinem Mitspieler gönnen, weil das durchaus schon stark ist und er mir dann davonzieht. Viele kleine Entscheidungen, sehr cooles Art-Design, wie ich finde, das ich sehr, sehr mag.
Expeditions fand ich ja okay, hat sich aber bei mir nicht so richtig durchgesetzt, muss ich sagen. Ich habe es letztes Sommer zu dritt gespielt und ich habe das Gefühl, jetzt nach 4 Partien habe ich alles gesehen. Es wird ja auch bald rausfliegen, also das werde ich mit Sicherheit wohl auch verkaufen. Aber Apiary finde ich deutlich besser als Expeditions, weil es mir viel mehr Möglichkeiten gibt. Es spielt sich viel abwechslungsreicher. Ich habe einen anderen Grad an Interaktion drin, auch hier wieder keine Interaktion, wo ich dem anderen aktiv wehtue, außer ich nehme vielleicht mal ein Spotwelt, aber wo ich schon genau darauf achten muss, was die anderen machen. Expeditions hat jetzt auch einen minimalen Grad an Interaktion, dass man vielleicht einen anderen Spot ja, blockiert, aber sonst auch nicht mehr. Also ja, also Apiary finde ich persönlich deutlich besser und spannender als Expeditions und das ist für mich definitiv mal wieder eins der besseren Stonemaier-Spiele, was ich sehr, sehr feiere. So, 6 Spiele am Start. Was habt ihr davon gespielt? Was findet ihr cool? Gut, das Kelp habt ihr vielleicht noch nicht gespielt oder vielleicht auch auf einer Messe. Ich werde es auch zum Brettballett München Wochenende, was Ende des Monats stattfindet, mal mitbringen, weil da haben einige von euch Interesse. Da werde ich es dabei haben. Wenn ihr noch nicht in der wunderbaren Brettballett WhatsApp-Gruppe seid, dann schaut auch da gerne rein. Schreibt mir gerne eine Mail an brettballett@gmail.com und ihr bekommt von mir einen Einladungslink, dass ihr auch dabei sein könnt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habt ein verspieltes Wochenende, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf. Gerade bleibt gesund, ist aktuell, glaube ich, sehr wichtig. Wir sehen, hören, riechen uns. Bis bald. Danke und tschüss.